Hallo liebe Kinder, mein Name ist Robin Gosens und ja, ich glaube, ihr kennt mich aus dem Fernsehen, von der Nationalmannschaft oder vom Fußball generell. Und heute ist bundesweiter Vorlesetag und da freue ich mich sehr, für euch vorlesen zu dürfen. Ich habe die Geschichte Mr. Marple und die Schnüfflerbande mitgebracht und würde da gerne jetzt ein bisschen was vorlesen. Kapitel 1 – Zirkusallergie. Theo, geht's dir gut? Du siehst so blass aus. Elsa sah mich mit einem sorgenvollen Blick an, als ich auf das Schuppendach geklettert kam. Mir geht es miserabel, krächzte ich und ließ mich seufzend auf die Klappstühle plumpsen. Ich rang nach Luft, hüstelte und tastete wie ein Arzt den Hals ab. Bist du erkältet? Hast du Halsschmerzen oder vielleicht Fieber? Fragte Elsa mit sorgenvollem Blick. Nein, ich habe eben beim Mittagessen eine Fischgräte verschluckt. Elsas Sorgenfalten verschwanden sofort. Aha, sagte sie. Vermutlich dachte sie, dass ich mal wieder maßlos übertreibe. Daran kann man ersticken, schob ich nach. Wie groß war sie denn? Wollte Elsa nun wissen. Ich hielt Daumen und Zeigefinger einen knappen Zentimeter auseinander. Ui, entgegnete Elsa, und ich konnte sofort sehen, dass sie mich nicht wirklich ernst nahm. Dann ist es wirklich ein Wunder, dass du noch lebst, sag mal. Du machst dich über mich lustig, sagte ich empört. Ich? Nein, das würde ich doch niemals tun. Elsa kniff mir in die Seite. Ich glaube nur, dass du dir mal wieder viel zu viele Sorgen machst. Das stimmte natürlich. Ich machte mir immer sehr viele Sorgen. Vermutlich mehr als die meisten Menschen. Und ich hatte vor ziemlich vielen Sachen Angst. Ganz im Gegensatz zu Elsa. Vielleicht waren wir deshalb auch so ein gutes Team. Das Dach des Schuppens in ihrem Garten war übrigens unser Treffpunkt. Wir nannten ihn Zentrale für die tierischen Angelegenheiten. Dort oben waren wir bestens ausgestattet. Neben zwei Klappstühlen und einem verrosteten Campingtisch befanden sich auf dem Schuppendach noch ein Regal mit einer vollständigen Tierlexikonreihe, ein kaputtes Radio und eine Sammlung alter Zeitschriften und Werbeprospekte. Es war das ideale Detektivquartier. Gemeinsam mit meinem hochbegabten Hamster, Mr. Marple, waren Elsa und ich nämlich die Schnüfflerbande. Wir hatten uns auf Kriminalfälle spezialisiert, die irgendwas mit Tieren zu tun hatten. Mr. Marple schnarchte seelenruhig in der Tasche meiner Warnweste, die ich immer trug, wenn ich aus dem Haus ging. Da er kein gewöhnlicher Hamster war, musste er auch nicht sein ganzes Leben lang in einem Käfig verbringen, sondern unterstützte Elsa und mich beim Ermitteln. In unserem Team war er für die Sondereinsatzkommandos zuständig. Hier, das wird dich auf andere Gedanken bringen, sagte Elsa und zog einen bunten Zettel aus ihrer Hosentasche. Ein Zirkus in unserer Stadt, ist das nicht großartig? Ich faltete den Zettel mühsam auseinander. Neben einem ziemlich mickrigen Zirkuszelt waren dort ein schlecht geschminkter Clown und ein altersschwaches Kamel abgebildet. Außerdem war ein glatzköpfiger Typ zu sehen, der riesige Gewichte stemmte und dabei seine strahlend weißen Zähne präsentierte. Oben drüber stand in einer verschnörkelten Schrift Zirkus Razzifazzi. Toll, antwortete ich in einem Tonfall, bei dem Elisa eigentlich hätte merken müssen, dass ich es nicht ernst gemeint hatte. Ja, nicht wahr? Sagte sie jedoch und hüpfte fröhlich über das Schuppendach. Dann hangelte sie sich wie eine Trapezkünstlerin an einem Ast entlang, schwang ein paar Mal hin und her und landete anschließend mit einem lauten Scheppern am Campingtisch. Elsa, hast du dich verletzt? Rief ich sofort und half ihr auf die Beine. Nein, nein, mir geht's gut, sagte sie und grinste. Die Nummer muss ich wohl noch ein bisschen üben. Dann erzählte sie von Trapezkünstlern, von Clowns und wilden Tieren. Sie redete wie ein Wasserfall und ihre Augen leuchteten dabei. Weißt du, Theo, ich liebe Zirkus, endete sie ihren Vortrag. Und deshalb müssen wir auch unbedingt zusammen zu einer Vorstellung gehen. Von dieser Idee war ich nicht wirklich begeistert. Wenn ich an Zirkus dachte, dann kamen mir sofort die Bilder von brüllenden Tigern, gruseligen Schlangenbeschwörern in den Sinn. Ich dachte da an Trapeze in schwindelerregender Höhe und Clowns, die einem auf die Bühne holten und in peinliche Situationen brachten. Das geht leider nicht, stammelte ich. Was? Wieso denn nicht? Erwiderte Elsa. Ich habe vermutlich eine Zirkusallergie. Elsa sah mich finster an. Wirklich? Da gibt es Kamelhaare und ganz viel Staub und Dreck. Mir werden so dermaßen die Augen tränen, dass ich von der ganzen Vorstellung ohnehin nichts sehen kann. Und wenn ich die ganze Zeit niese, nervt das bestimmt die anderen Besucher. Theo, vergiss es. Ich glaub dir kein Wort, entgegnete Elsa kühl. Du kommst mit. Das wird ein Betriebsausflug der Zentrale für tierische Angelegenheiten. Und damit basta. Aber, stammelte ich. Nichts aber, unterbrach mich Elsa sofort. Du hast keine Allergie, sondern einfach nur Angst. Und ich werde dir beweisen, dass man vor einem Zirkus genauso wenig Angst haben muss, wie vor einem lächerlichen Fischgrätchen. Weil sie damit vermutlich wieder recht hatte, widersprach ich ihr auch nicht. Seit ich Elsa kannte, mussten sich meine Ängste warm anziehen. Ihr Mut reichte nämlich für uns beide. Mr. Marple kochte verschlafen aus meiner Westentasche und blickte sofort auf den bunten Werbezettel. Scheinbar hatte er unser Gespräch mitbekommen, denn er zeigte auf das Bild des Zirkuszells und reckte seinen kleinen Daumen in die Höhe.
Zwei Mutige gegen einen Angsthasen. Da blieb mir wohl keine andere Wahl, als an unserem Betriebsausflug teilzunehmen. Mr. Marples Schnüffler-Protokoll. Was haben meine behaarten Lauscher da eben im Halbschlaf gehört? Ein Zirkus in unserer Stadt? Ist ja wohl klar wie Kloßbrühe, dass wir da mal vorbeischauen. Dass es Theo mit der Angst zu tun bekommt, wundert mich gar nicht. Raubkatzen mit spitzen Zähnen und waghalsige Artisten, die hoch oben durch die Lüfte wirbeln, da kann einem schon mal bange werden. Ich weiß, wovon ich rede. Denn genau genommen bin ich ja selbst auch ein kleines Raubtier. Habt ihr mal meine scharfen Beißerchen gesehen? Und wenn ich meine Fitnessübungen im Hamsterkäfig mache, dann kann man das durchaus als Akrobatik bezeichnen. Klar, ich bin in erster Linie natürlich ein Meisterdetektiv, aber in meinen Adern fließt auch ein bisschen Zirkusblut. Und wer weiß, vielleicht wartet bei all den Tieren aus fernen Ländern ja auch schon der nächste Fall auf die Schnüfflerbande. Wundern würde mich das jedenfalls nicht. Kapitelchen 2. Buntes Eis. Du wirst nicht glauben, was heute in der Zeitung stand, rief Else aufgeregt, als sie die Haustür aufmachte. Mein Vater sagt oft, dass man nicht alles glauben soll, was in der Zeitung steht, nuschelte ich verschlafen. Morgens brauchte mein Gehirn immer etwas länger, bis es richtig in Fahrt kam. Bei Elsa hingegen war das anders. Auf dem Weg zur Schule redete sie immer ohne Punkt und Komma. Am Sonntag veranstaltet der Zirkus Razzifatz eine Vorstellung extra für Familien. Und jetzt halt dich fest, es wird einen Mitmach-Zirkus geben. Elsa blieb stehen und sah mich mit einem erwartungsvollen Blick an. Ist das nicht cool? Ja, ist das nicht cool, sagte ich. Denn ich wusste sofort, worauf Elsa hinaus wollte. Bevor sie sich irgendwelche Hoffnungen machte, sagte ich klar und deutlich, was ich von der Sache hielt. Du kannst da gerne mitmachen, ich aber auf gar keinen Fall. Mensch, Theo, das wird doch ein Riesenspaß, entgegnete Elsa. Ja, stimmte ich ihr zu, das wird ein Riesenspaß. Allerdings für die anderen, nicht für mich. Nämlich dann, wenn ich vor Angst zitternd mit einem Helm, Warnweste und Klettergurt auf einem Trapez kletterte oder heulend auf einem Raubtier wegrannte. Ich werde mich ganz bestimmt nicht zum Affen machen. Hätte ich mir ja denken können, dass du nicht mitmachst, brummte Elsa. Ihre gute Laune war mit einem Mal weg. Den Rest des Schulwegs schlenderten wir schweigend nebeneinander her. Während Elsa enttäuscht einen kleinen Stein vor sich her kickte, stellte ich mir vor, wie ich vor einer lachenden Zuschauermenge in schwindelerregender Höhe auf einem Drahtseil spazierte. Unter mir eine Horde hungriger Löwen, die nur darauf wartete, dass ich daneben trat. Plötzlich erschien am anderen Ende des Drahtseils ein hässlicher, geschminkter Clown und zog eine fiese Grimasse. Dann hüpfte er auf das Seil und brachte es damit so heftig zum Schaukeln, dass ich das Gleichgewicht verlor und in die Tiefe stürzte. Ein erschrockenes Zucken durchfuhr mich und holte mich zurück in die Realität. Bis später, murmelte Elsa, als wir das Schulgelände erreicht hatten. Sie bog in das Gebäude ab, in dem ihr Klassenraum untergebracht war, und ich machte mich auf den Weg zur Turnhalle. Im Sportunterricht wartete der Schwebebalken auf mich. Na toll. In der Pause redeten alle nur von Zirkus. In unserer kleinen Stadt war selten mal was Besonderes los. Kein Wunder also, dass ein buntes Zelt mit Artisten, Künstlern und Tieren solche Aufmerksamkeit bekam. Und der Mitmachkurs am Familientag schien bei einigen Kindern aus meiner Schule besondere Fähigkeiten freizusetzen. Das Klettergerüst neben der Turnhalle konnte sich von Nachwuchsartisten kaum retten. Auch Elsa war natürlich mit dabei. Ich hingegen hockte mich auf eine Bank und sah mir das bunte Treiben mit genügend Sicherheitsabstand an. Das war auch gut so, denn kurz vor Ende der Pause geriet die Sache etwas außer Kontrolle. Benno aus der 4B, den alle wegen seiner erstaunlichen Größe und Statur nur als das Mammut bezeichneten, hatte bei dem Versuch, einen Überschlag an der Klimmzugstange vorzuführen, drei Erstklässlerinnen vom Gerüst gefegt. Die waren anschließend mit dem Gesicht voraus im Sand gelandet und sahen nun aus wie panierte Schnitzel. Was für ein Zirkus, brummte ich und klang dabei wie mein Vater während des ersten und letzten Kindergeburtstages, den ich vor einigen Jahren zu Hause gefeiert hatte. Seitdem hatte ich aus Rücksicht auf die schwachen Nerven meines Vaters auf solche Feierlichkeiten verzichtet. Aber das ist eine andere Geschichte. Lass uns heute Mittag zum Festplatz hinter dem Rathaus gehen, schlug Elsa vor, als wir auf dem Nachhauseweg waren. Da bauen sie nämlich heute das Zirkuszelt auf. Ich seufzte. Hatte Elsa denn immer noch nicht verstanden, dass ich mich für diesen ganzen Zirkuskram überhaupt nicht interessierte? Da ich ihr aber nicht schon wieder die Stimmung vermiesen wollte, gab ich nach. Von mir aus, murmelte ich und bereute es im nächsten Moment direkt wieder. Um Punkt 3 stand ich mit meinem schlafenden Mr. Marple in der Westentasche vor Elsas Haus. Ich brauchte den Klingelknopf gar nicht erst drücken, denn Elsa kam sofort aus der Haustür gehüpft. Sie grinste dabei so breit wie der Clown auf der Zirkuseinladung. Mein Blick erinnerte hingegen wohl eher an das altersschwache Kamel. Wir müssen vorher noch mal kurz bei Carola vorbei, sagte ich und zeigte auf eine Tasche in meiner Hand.
Sie war voller Bücher, die meine Mutter Carola geliehen hatte. Kein Problem, meinte Elsa, liegt ja sowieso auf dem Weg. Carolas Café befand sich am Rande eines Marktplatzes. Meine Mutter und sie waren gute Freundinnen und Carola kannte mich schon seit meiner Geburt. Ciao, bello mio, ciao, Elsa, rief sie, als wir auf den Außenbereich des Café mit den kleinen runden Tischen betraten. Da es ein milder Tag war und die Sonne sogar hin und wieder schien, herrschte ordentlich Betrieb im Café. Carola verteilte lächelnd die Getränke, die sie elegant auf ihrem Tablett balancierte. Dabei drehte sie manchmal kunstvolle Pirouetten und schlängelte sich zwischen den Gästen hindurch. Ich fand, dass sie mit dieser Nummer locker auch im Zirkus hätte auftreten können. Habt ihr kurz Zeit? Fragte sie schließlich, als alle Getränke verteilt waren. Ich habe eine neue Eissorte, die müsst ihr unbedingt testen. Die ist einfach so delizioso. Elsa und ich sahen uns an und nickten beide. Für eine Kugel Eis hatten wir immer Zeit. Prego, Bambino, prego, sagte Carola, als sie uns kurz darauf eine Waffel mit einer Portion knallbuntem Eis brachte. Ich nenne diese Sorte Razzifazzi und sie ist nur für kurze Zeit erhältlich. Edizione Limitata sozusagen. Razzifazzi, so wie der Zirkus, stellte ich fest. Si, si, erwiderte Carola. Begeistert nennt man das. Das nennt man Marketing. Die Besucher des Zirkus werden es lieben. Ich liebe es auch, schmatzte Elsa. Ihr Mund war vom Eis komplett bunt gefärbt. Jetzt sah sie endgültig aus wie ein Clown. Ja, wirklich lecker, stimmte ich zu. Aber ist das nicht total ungesund mit diesem ganzen Farbstoff? Also ich verwende nur natürliche Zutaten, sagte Carola und klatschte begeistert in die Hände. Freut mich sehr, dass es euch schmeckt. Dann wandte sie sich an einen Gast, der mit einem Portemonnaie wedelte. Da alle Tische besetzt waren, hockte ich mich mit Elsa auf eine kleine Mauer vor dem Café. Von hier aus hatten wir einen perfekten Blick auf den Marktplatz. Dieses Zirkuseis ist wirklich eine tolle Idee, sagte Elsa und biss herzhaft in die Waffel. Ja, schon, erwiderte ich. Aber irgendwie geht mir der ganze Zirkus schon auf die Nerven, bevor er überhaupt angefangen hat. Ach, Theo, sagte Elsa. Es ist doch toll, dass endlich mal was los ist. Alle freuen sich darauf, nur du nicht. Ja und, erwiderte ich. Ich bin eben nicht alle. Ich schob mir den letzten Rest meiner Waffel in den Mund und hüpfte von der Mauer. Bin gleich wieder da, brummelte ich. Ich muss Carola noch die Tasche geben. Als ich wieder zurückkam, traute ich meinen Augen nicht. Vor der Mauer stand nun ein Mann mit einer zerzausten Ziege an einer Hundeleine. In der Hand hielt er ein Körbchen, in dem ein paar Centstücke lagen. Der Mann kommt vom Zirkus, erklärte Elsa. Ich bitte um eine milde Gabe für die Tiere, sagte er und grinste. Dabei kam ein glänzender Goldsein zum Vorschein. Die Klamotten des Mannes waren genauso zerzaust wie die Ziege. An einer seiner Jacke war der Schriftzug Zirkus Razzifazzi aufgenäht. Er streckte Elsa und mir das Körbchen entgegen und grinste noch breiter. Elsa kramte sofort ein paar Münzen aus ihrer Tasche hervor und ließ sie klimpernd in den Korb fallen. Während ich noch wie gebannt auf den Goldzahn starrte, steckte Mr. Marple seinen Kopf aus meiner Westentasche. Der Mann bemerkte ihn nicht, sondern hielt mir den Korb und nun direkt unter die Nase. Ich tastete nach einem 50-Cent-Stück in meiner Hosentasche und warf es anschließend zu den anderen Münzen. Sehr großzügig, antwortete der Mann und warf einen Blick in den Korb. Sein breites Grinsen verwandelte sich augenblicklich in ein müdes Lächeln. Die Tiere werden es euch danken. Auf Wiedersehen, sagte Elsa freundlich, als der Mann an der Leine zog und losmarschieren wollte. Doch genau in diesem Moment erblickte die Ziege Mr. Marple in der Westentasche. Und obwohl sie die ganze Zeit über still neben dem Mann gestanden hatte, fing sie plötzlich an, wie verrückt zu blöken. Was ist denn mit dir los? Rief der Mann und zerrte mit aller Kraft an dem Seil. Es war ihm offensichtlich sehr unangenehm, dass die Ziege einen solchen Lärm machte. Die anderen Gäste aus Carolas Café reckten ihre Köpfe nach dem Tier. Als er noch kräftiger an der Leine zog, gab die Ziege schließlich nach. Sie blickte Mr. Marple mit traurigen Augen an und trabte anschließend mit dem Mann davon. Ein komischer Typ war das, oder? Sagte ich und sah Elsa fragend an. Naja, so ein Zirkusleben ist eben nicht so einfach, antwortete sie. Deshalb ist es gut, dass wir etwas für die Tiere gespendet haben. Ich war mir da irgendwie nicht so sicher. Mr. Marples Schnüfflerprotokoll. Meine Güte, diese Ziege hatte ja eine schrecklichere Stimme als meine Tante Agathe. Als ich noch ein Baby war, hat sie immer für mich gesungen. So schief, dass mir das Fell zu Berge stand und die Muttermilch sauer wurde. Was mich aber noch mehr beunruhigt als die Stimme, ist, was mir die zerrupfte Ziege zugeblökt hat. Gut, mein Ziegisch ist jetzt nicht das allerbeste, aber die meisten Tiersprachen sind sich sehr ähnlich. Und wenn mich mein Hochleistungshörorgan nicht getäuscht hat, hat sie klar und deutlich »Helft mir« gerufen.
Man muss kein Meisterdetektiv sein wie ich, um zu ahnen, dass es sich hier um eine dringende tierische Angelegenheit handelt. Jetzt muss ich nur noch meinen beiden Schnüfflergehilfen verklickern, dass die Ziege offensichtlich unsere Hilfe braucht. Und Theo und Elsa sprechen ja weder ziegisch noch hamsterisch. Aber da wird mir schon was einfallen. Ist ja nicht das erste Mal.